Hallo, ich warte noch einen Moment. Heute ist der 10.09.2020 um circa 17:30 Uhr, ein Donnerstag. Hab mich ja schon lange nicht gemeldet. Hallo, kommt rein, ich schreibe mal kurz was. So, hallo, hallo ihr Lieben, ich habe jetzt was geschrieben, damit ich eure Kommentare auch. Hi Felix, hallo. Hallo. Sagt euren Freunden Bescheid, gebt das Video weiter. Ich werde mal eine Zusammenfassung machen von meiner Sicht auf die Dinge der Demonstration. Ich habe mich jetzt ausgeruht, habe mir im System, in der Systemsprache ein Detox. Digital Detox geleistet. Hallo Matsch. Hallo Michael, Helmut, Yvonne, Markus. Hallo. Ja, teilt das Video. Ich bin also heute sehr entspannt. Fühle mich gut. Ganz relaxed eigentlich. Und ich möchte auch so bleiben. Das ist mir total wichtig, dass ihr versteht, um was es hier eigentlich in der Zukunft geht. Denn ich will ja heute auch einen Ratschlag geben. Hallo Ute, guten Abend. Wie war der Urlaub? Also, ich werde euch berichten, Helmut, Gabi, Groß aus Würzburg. Schön, dass ihr da seid. Bitte teilt das Video in euren Gruppen und zu euren Freunden. Ich werde das natürlich versuchen, wie immer, dann, hallo Patrick, dann hochzuladen auf YouTube. Also, ihr seht mich sichtlich entspannt, erholt, naja, erholt. Ich war im Schwarzwald, habe ich euch erzählt, mit meinem Mann zusammen. Wir haben meiner Schwester geholfen, die hat ein riesengroßes Bauernhaus in Böffingen, das liegt in der Nähe von Freudenstadt. Und sie wollte das ausbauen, also sie will es eigentlich ausbauen als Mehrgenerationshaus. Hallo Paul Pawlowski, ich hoffe, es geht dir gesundheitlich gut. Schön dich, auch schön dich zu sehen. Es ist schön euch zu sehen, dass ihr da seid. Also schreibt ruhig heute. Bin ich mal ganz entspannt. Heute gibt es einen Ratschlag von mir, mehrere Ratschläge wahrscheinlich. Hi Jenny. Und auch eine Zusammenfassung meiner persönlichen Sicht, also meiner Meinung auf die Dinge, die im Moment passieren. Hi Pam, Lou, Ingrid, meine Liebe. Schön, dich gesehen zu haben auf der Demo. Sehr schön, dass du da bist. Sehr schön, dass du dich da voll involvierst. Überhaupt schön, dass ihr alle auch einen Teil dazu beitragt. Ich bin total froh darüber, denn nur zusammen, und das ist kein Abklatsch, denn nur zusammen schaffen wir was. Ja. Hi Ursula, hallo. Teilt das Video bitte. So, wollen wir mal anfangen? Veronique, hallo, hallo. Hallo René, hallo ihr Lieben. So, dann fangen wir mal an. Ich habe mir kein großes Konzept gemacht, weil ich will das auf ganz persönlicher Ebene hier mit euch so besprechen. Also, ich war im Urlaub, weil ich musste das erstmal verdauen, bevor ich hier gleich rausplatze, was ich denke, was ich fühle und so weiter. Ja, sehr sogar, Paul. Super. Super. Paul, also Paul, weißt du, es ist so, was ist, ja, wenn wir jetzt philosophisch anfangen sollten, okay, was bedeutet erfolgreich zu sein im Leben? Im Grunde bedeutet es, was ganz einfach ist. Es bedeutet, dass du gesund bist und dass du einigermaßen glücklich durchs Leben gehst. Ja, einigermaßen. Klar, geht nicht immer. Aber das ist der wahre Erfolg in jedem einzelnen Leben. Und ich denke, dass die meisten, die mir zugucken und die mir schon seit Jahren zugucken, das auf jeden Fall auch wissen. Und dazu gehört halt auch, dass man in einer, sagen wir mal, in einer Umgebung lebt oder mit Menschen zusammenlebt, die sich verbunden fühlen. In Liebe. Ja, Liebe ist ja mein Thema. Ihr wisst ja, meine Berufung ist ja Sängerin. Ich war 30 Jahre Profi-Sängerin, bin es immer noch, aber ich habe meine Einstellung dazu vor circa 10 Jahren geändert.
Ich trete noch auf, ich mache noch Musik und das erfreut auch viele von euch und mich natürlich auch. Aber ich sehe das Ganze anders. Ich denke, Musik ist was ganz, ganz Wichtiges, wie alles hier, ob Friseur, Arzt oder egal was ihr seid, Architekt, Ingenieur und so weiter. Nur ist es so, dass man versuchen sollte, halt in eine Community auf modernen Sprache, in einer Gemeinschaft zu leben, die einem diese Kraft auch gibt und die einen sozusagen auch auffangen kann. Diese Gemeinschaft muss nicht groß sein. Die kann eine Partnerschaft schon sein, je nachdem, wie gut man dann als Team funktioniert. Die kann aber auch natürlich in einer größeren Familie stattfinden oder auch in einem selbstgewählten Freundeskreis. Aber das ist die Basis, die erstmal wirklich jeder von uns hier draußen, auch jeder, der hier zuhört und auch jeder, der gerade sich sehr alleine fühlt, vielleicht vor dem Computer oder vor dem Handy und jetzt keine großartige Familie um sich herum hat oder Partnerschaft oder Freunde, die wirklich vertraut sind. Lasst euch gesagt sein, es gibt da draußen wirklich tolle Menschen. Und ihr könnt auf sie zugehen. Ich glaube, dass das auch die Zeit ist, aufeinander zuzugehen. Das ist jetzt einer der mehreren Ratschläge, die ich heute in diesem Video tätigen werde. Genau jetzt ist die Zeit, aufeinander zuzugehen und sich nicht zu entfremden, befeinden, Grenzen aufzubauen, denn das tut ja das System ja schon lange. Sie teilen uns. Ihr wisst, ich bin eine der größten Kritiker dieses Systems. Und ich bin fast die Einzige, die ständig von einer Gewaltherrschaft spricht. Und das kann man auch in meinen YouTube-Videos, auch wenn man sich Jahre zurück die noch anguckt, auch sehen. Oder auch gerade hier auf Facebook noch viel besser, weil ich habe mehr auf Facebook am Anfang hier live gemacht und noch nicht alle auf YouTube rüber geschafft. Aber jeder, der mich schon seit längerer Zeit verfolgt, und ich weiß, hier sind auch neue dabei, die mich noch nicht so gut kennen, die wissen von mir, dass ich schon immer von einer Gewaltherrschaft gesprochen habe und immer wieder spreche, weil es so ist. Die meisten wissen es nicht oder erkennen es nicht, weil sie nicht nach anderen Dingen fragen. Also in dieser Gesellschaft merkst du es erst, wenn du also das Framing verlassen möchtest, also auch dieses moderne Wort, das Framing. Also diesen Rahmen, der abgesteckt ist. Wenn du den verlassen möchtest und nicht zufrieden bist mit den Dingen, die innen drinnen sind, dann bekommst du es mit der Gewaltherrschaft zu tun. Solange du in diesem Rahmen bleibst, der Möglichkeiten, die man dir gibt, in einem, egal welchem System eigentlich, weil im Moment ist es ein globales Gewaltherrschaftssystem, das wirklich noch mehr Kontrolle über uns erlangen will durch die Digitalisierung. Ich habe da auch ein extra Video gemacht über die Digital Industry, kann ich nur empfehlen. Hallo Hardy, hallo Barbara, Gabriele. Also, und das Beste, was man jetzt im Moment, in diesem Moment machen kann, ist wirklich aufeinander zuzugehen, aufrichtig, in menschlicher eigener Würde. Ja, die Würde ist für jeden eine ganz, ganz individuelle Geschichte. Weil ich glaube, jetzt fruchtet es am meisten. Ja, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, dass man was zusammen erschafft, das gibt so viel Kraft. Es gibt Mut. Es gibt Stärke in dieser kleinen Gruppe. Und wie gesagt, diese kleine Gruppe kann ab 2 Personen, ja, Personen ist nicht so mein Ding, also ab 2 Menschen, 2 Menschen, 3, 4, 5. Wenn es mehr werden, wird es schwieriger werden. Man kann natürlich 10 oder 20 oder auch 50 Menschen zusammentun. Dann wird es aber immer schwieriger, weil die Individualität da hineinkommt. Und dann ist es halt schwierig, mit der eigenen Freiheit und eigenen Grenzen und so abzustecken. Veronique, so ist es, es wird immer schlimmer. Ja, aber es wird auch nur schlimmer,
wenn man nicht versteht, was hinten rauskommt. Ich bin ja absoluter Optimist und auch sehr positiv in meinem Denken und in meinem Handeln. Und ich sehe Licht. Also ich sehe sowieso Licht in meinem Leben, weil ich trage das Licht in mir, genauso wie du, der mir jetzt zuschaut oder die mir jetzt zuschaut, ja, wie du. Wir tragen das Licht in uns. Und das mag ein esoterisches Wort sein. Für mich ist es völlig klar, dass wir dieses Licht sind, diese Kraft, diese Energie vor allem. Ja, ich sehe das eher als starke Energie. Und die ist nur in uns. Also da gibt es gar keine Fragen. Für mich gibt es keine Fragen. Ich weiß, dass es für andere anders wirkt. Aber wenn man sich erstmal damit beschäftigt und dieses Vertrauen in einer Gruppe bekommt, ja, dann ist man noch stärker. Dann erkennt man das, dann fühlt man das auch, was man alles zusammen wirklich erschaffen kann. Ja, und ich war eine Woche in Baden-Württemberg, da unten im Schwarzwald, wunderbare Luft. Und habe eher weniger Urlaub gemacht, als dass ich wirklich unheimlich viel gearbeitet habe. Also ich habe auch echt Blasen an den Händen, ja. Ich habe mir gerade meine Maniküre gemacht. Ich habe hier überall alles offen. Ja, weil wir haben dieses Bauernhaus, das ist ein Riesenbauernhaus, 400 Quadratmeter, zwei obere Etagen waren voll mit Stroh und dieses Stroh musste in so einen Schacht runter gefegt oder runter gerecht werden und das waren Tonnen von Stroh. Und ich habe sogar freiwillig eine Maske getragen. Da hat man mein Mann noch gesagt, Paula, das muss ich fotografieren. Du trägst ja nie eine Maske und jetzt machst du es freiwillig. Natürlich, weil ich nämlich nicht dumm bin. Denn da war so viel Staub von diesem Stroh, das schon 17 Jahre da lag. Und dann habe ich gleich gesagt, also ich trage hier eine Maske, weil mir einfach zu viel Feinstaub da drauf war. Und ich habe absolut recht gehabt. Ich habe dann unter meine Nase geguckt und es war alles schwarz von diesem vielen Staub. Und natürlich würde ich und trage nach wie vor keine Maske, denn gegen Viren helfen die Masken nicht. Okay? Also das müsste eigentlich jedem inzwischen klar sein. Und das ist diese Selbstbestimmung, also dass du sagst, okay, Leute, wenn ich was kapiere, dann natürlich ziehe ich dann meine Maske auf, freiwillig sogar, also ohne Anweisung, ohne Verordnung, ohne Strafandrohung, weil ich weiß, was gut für mich ist. Aber dafür muss man halt auch sich selbst kennen, wissen, ein bisschen Wissen haben und ein bisschen nachdenken, ob das alles Sinn macht. Und dann muss man natürlich mit Menschen zusammen sein, die auch offen dafür sind und dich nicht niedermachen für deine Entscheidung. Welche Entscheidung das auch immer sein mag, und das muss ich hier nochmal öfter sagen, und ich hoffe, dass alle meine Zuschauer auch keine wirklichen Feinde haben und auch keine kreieren wollen. Ich weiß, ich habe neulich irgendwas gepostet von dem Macron, Monsieur le Président Macron du France, und er hatte also gehustet, mehrfach gehustet. Entschuldigt, aber ich muss einfach lachen. Also er hat vor Schülern, glaube ich, oder Studenten, das waren sehr junge Erwachsene, keine Ahnung, 16, 20, ich konnte es nicht sehen. Unter der Maske erkennt man ja auch noch nicht mal, wie alt ein Mensch ungefähr sein kann. Also man kann es nur ungefähr schätzen. Und er hat eine Rede gehalten mit Maske. Und hat unter der Maske angefangen zu husten, der Herr Monsieur le Président Macron, le Petit Macron. Und dann war da irgend so ein Militär, ich weiß nicht, ich kenne mich nicht aus, ich bin Pazifistin, ich kenne mich nicht mit diesen Streifen und Sternen und keine Ahnung aus. Auf jeden Fall sah er aus wie ein Militär, der ihm zu Diensten war, dem Monsieur le Président, le Petit Président. Und er hat also reingehustet in seine Maske. Und dann hat er sie abgemacht und hat in seine Hand gehustet. Setzte dann, also natürlich kontaminiert, wieder die Maske zurück. Hat nicht geklappt, er musste wieder husten. Dann hat er seinen Bediensteten Militär
dann gebeten, ihm doch einen Schluck Wasser zu geben, ja, und hat also die Maske abgemacht und hat also so die Flasche dann angefasst mit der kontaminierten Hand, hat das diesem Militär zurückgegeben, der das dann angefasst hat. Und hat dann weiter wieder seine Maske dran gemacht. Natürlich spricht man mit Maske nicht gut und man sollte die Maske, ich bin Sängerin, also mit Maske würde ich jetzt nicht anfangen zu singen und auch nicht zu sprechen. Das macht dir ziemlich den Hals kaputt. Ja, es wird immer trockener und trockener, weil du zu wenig Sauerstoff bekommst. Aber gut, CO2 scheint einen zu animieren, etwas mehr zu husten. Und dann ist ihm das wieder passiert, ja, und dann hat er die Maske abgemacht, auf Französisch gesagt, oh, ich brauche eine andere Maske, die ist mir zu fest anliegend. Und hat die Maske dann auch diesem General gegeben, also die voll kontaminierte Maske, diesen, nicht General, diesem Militär gegeben. Und auch sein Mikrofon, das er die ganze Zeit von der einen Hand zur anderen Hand, also beide kontaminierten Hände hatte und hat das dem, der arme Militär, der muss jetzt ganz viel Energieaustausch mit dem Herrn Macron gemacht haben. Keimaustausch. Und daran sieht man, wie irrsinnig diese Welt ist. Also wenn ihr auch darüber lachen könnt, dann ist die Welt erstmal noch ganz in Ordnung. Aber darunter habe ich leider viele Dinge gelesen, die mir nicht gefallen haben. Zum Beispiel, der soll doch bitte verrecken. Ziemlich häufig, also so in die Richtung. Das erwarte ich eigentlich nicht von Menschen, die im Frieden sind. Das erwarte ich nicht von Menschen, die sich selbst lieben, die das Leben lieben, die den Menschen respektieren, die, ja, die das Leben respektieren. Das erwarte ich nicht. Gut, meine Erwartungen können nicht immer eintreffen, aber jemanden zu wünschen, zu verrecken, ist nicht friedlich. In keinster Weise. Und ich glaube, da gibt es noch viel zu lernen. Gut, dieses Video habe ich hochgeladen und es wurde sehr, sehr weit verbreitet. Und das sind auch Leute gewesen. Ich hoffe, ihr auch nicht. Hört ihr mich noch? Hallo, hört ihr mich noch? Bitte ein Zeichen machen, ein Ja, ein genau, Daumen nach oben, okay, weil manche haben Stillstand hier. Schreiben Sie und Unterbrechung. Also wenn ihr mich hört, macht ruhig Zeichen. Danke, Fritz. Ja, okay, Jenny. Also, wenn ihr jemanden wünscht, der soll doch verrecken, dann habt ihr keinen Frieden in euch. Punkt. Das war das, was ich sagen wollte, okay? Und super, jetzt bin ich wieder da, alles klar, alles. Danke, Martin, danke, Jasmin, ja. Jo, deine Ohrringe klimpern und baumeln noch. Ja, klar. So, also nochmal, wenn ihr einem anderen wünscht, dass er verrecken möge, habt ihr den Frieden in euch noch nicht wirklich gefunden, ne? Also der mag wohl irgendwo sein, aber der wird immer wieder verdeckt mit Wut und schlechten Gedanken. Also da würde ich an eurer Stelle einfach, das ist mein zweiter Rat hier, einfach nochmal in euch gehen und gucken, warum habe ich so viel, warum wünschte ich mir, er solle verrecken. Also ich finde, le petit président kann einfach zu seiner älteren Frau, ich bin ja auch in einer Beziehung zu einem wesentlich jüngeren Mann und ältere Frauen finde ich gar nicht so schlecht, auch ältere Männer nicht und jüngere Männer und jüngere Frauen auch nicht. Ich finde jegliche Kombination zwischen Menschen, die sich lieben, völlig in Ordnung. Für alle da draußen, die mich vielleicht angreifen wollen und nicht können, natürlich auch für Gleichgeschlechtliche. Ja, für alle, einfach für alle. Ja, mir ist doch völlig egal. Die Sexualität, und die Religion sollten sowieso meines Erachtens in der Öffentlichkeit gar nicht so zur Debatte stehen. Das ist ein ganz persönliches Ding, die Sexualität und die Religion, und das sollte jeder machen, wie er möchte. Drei Männer, zwei Frauen, alle auf den Haufen. Ist mir völlig egal. Das ist mir völlig egal. Hauptsache, sie sind im Frieden und tun sich nichts Böses an. Das ist für mich das Allerwichtigste.
Man wünscht niemandem was Schlechtes, sagt Jenny. Absolut, Jenny, das ist es, genau. Also wer jemand anders was Böses wünscht, es ist wie ein Bumerang, es kommt zu dir zurück und dann kannst du wieder schimpfen und wieder schimpfen und wieder schimpfen. Also ich würde damit aufhören, bleibt im Frieden. So, also ich habe dann gearbeitet die ganze Woche und es hat Spaß gemacht. Ja, das ist, sie will ein Mehrgenerationshaus machen. Also wer Interesse hat, da mal vorbeizuschauen und sich mal zu informieren, der kann sich ruhig an mich wenden. Das ist also da unten in Baden-Württemberg in der Nähe von Freudenstadt. Wer an sowas Interesse hat, meldet sich einfach bei mir hier auf Messenger oder wo auch immer oder unter meinem YouTube-Video oder auf Telegram, wer meine Nummer hat. Rolf Rudelbums bei Tante Erna. Ja, sollen sie machen. Verstehst du? Das, für wen interessiert das denn? Mich ärgert das sowieso, dass diese Homosexualität ständig oder LGBT im Fernsehen rauf und runter. Ich meine, ich habe kein Fernsehen schon seit 10 Jahren, aber ist egal. In den Zeitungen, ich weiß ja, was los ist. Ja. Und ich habe ja so viel schwule und lesbische Freunde, aber das nervt die selber schon. Ja, was soll das denn? Mach doch, was du willst. Wenn du immer wieder den. Das ist wie beim. Wie mit dem Rassismus, ja. Wenn, ich meine, also ich nehme ja jeden Menschen, wie er ist, also egal woher er ist, das ist völlig klar. Und wenn man erst den Augenmerk darauf macht, ja, aber du musst besonders zu Schwarzen gut sein, dann ist das für mich schon eine Art Rassismus, ja. Und genauso, ja, aber du musst jetzt besonders gut zu Schwulen oder Lesben sein. Nein, muss ich nicht, muss ich nicht. Es ist deren Sache, was sie machen und mir ist egal, woher sie kommen. Erst wenn du da den Augenmerk drauf machst und immer wieder, dann bist du der Spalter. Warum soll ich zu einem Afrikaner netter sein als zu einem Deutschen? Das ist doch totaler Schwachsinn. Warum soll ich netter sein zu einem Homosexuellen als zu einem Heterosexuellen? Es geht mir nicht in den Kopf, weil ich bin zu allen Menschen nett. Also brauche ich gar nicht darüber zu diskutieren. Und deswegen sage ich, also so wird das nichts. So wird das nichts, wenn wir immer wieder eine Gruppe höher stellen oder besser stellen oder was auch immer, auch mit den Flüchtlingen. So wird das nichts. Ja, erst wenn wir verstehen, dass wir allesamt als Bevölkerung auf Augenhöhe aufeinander zugehen sollten und auch nicht auch diese Spaltung zwischen Arm und Reich. Oh, Bill Gates ist ein toller Typ, dem müssen wir folgen. Quatsch mit Soße. Der ist nichts anderes als du auch. Und hat wahrscheinlich ein paar Verwirrungen, wie du auch und wie ich auch. Ein paar Verwirrungen, die wir vielleicht nicht haben, aber er und viele andere haben. Aber wie schafft man es, denn aufeinander zuzugehen? Ne? Ja, und dann war ich halt im Schwarzwald und dann. Was habe ich getan? Ich bin also in die Altmarktgalerie. Anna, du wirst immer schöner. Wie machst du das? Oh. Schöner, am Dienstag werde ich 48. Also schöner, reifer vielleicht. Vielleicht macht es auch die Reife. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Zumindest die innere Ruhe ist wieder eingekehrt. Vielleicht sehe ich in 2 Wochen nicht mehr ganz so blendend aus, aber ich arbeite immer daran, dass das Licht strahlt. Und das will ich natürlich auch, dass ihr das macht. Dass ihr also innerlich wirklich entspannt seid, dass ihr strahlen könnt, dass ihr glücklich lebt, dass ihr zufrieden mit euch und eurer Umgebung seid. Das ist das Allerwichtigste. Das ist nämlich die Basis. Rolf Fuhrmann, 48 erst. Ja, wieso? Sehe ich schon älter aus? Tut mir leid. Ja, 48. In 2 Jahren habe ich die 5 vor mir. Also ganz so jung bin ich nicht mehr, aber ich bin ich finde, in einem wundervollen Alter, finde ich eigentlich zu jeder Zeit, auch als ich jung war, weil wenn man, ich glaube, wenn man das Leben liebt, dann nimmt man einfach das so hin, wie es ist und lebt. Und das ist die Kunst, nämlich einfach zu leben und zwar so, wie du es möchtest. Und da kommen wir zu diesem Thema, als ich dann in dieses DM im Altmarkt, in der Altmarktgalerie rein bin. Ja, ich erzähle jetzt. Also ich gehe da rein, ja, zielstrebig zu einer Mitarbeiterin, sei ich ja nicht nach diesen komischen Febrés fragen wollte. Natürlich trage ich keine Maske und habe seit dem, ich glaube, 27. April einen Attest immer bei mir.
Anna, du siehst zeitlos schön aus. Ja, ich denke auch, weißt du, die Zeit ist ja sowieso nur menschengemacht, Anna. Und deswegen ist mir die dazu gekommen, hört ihr mich? Wenn ihr mich hört, bitte macht mal ein Zeichen, weil ich sehe gar nicht, ob ihr mich verstehen könnt. Das ist natürlich doof. Haben Sie mich jetzt kalt gestellt? Dabei spreche ich so schöne Dinge aus. Macht mal bitte ein Zeichen. Es ist oft Standbild. Hört ihr mich? Ja, jetzt wieder? Ja, ich höre ab und an hängt. Okay. Ja, das werden wir ja dann immer wieder mit Unterbrechungen. Hängt ständig. Dabei sage ich gar nichts Schlimmes, sondern eigentlich sehr Schönes. Aber selbst das ist natürlich nicht gewollt. Schlechte Verbindung heute. Jetzt geht's wieder. Okay, Ursula. Gut, ich spreche jetzt einfach weiter und schau hinterher, was Sie da rausgeschnitten haben aus meinem Video. Also ich erzähle euch jetzt die Geschichte, wie ich in dieses DM reingegangen bin. Hört ihr mich, ja? Und zwar bin ich in die Altmarktgalerie rein und bin direkt auf die Mitarbeiterin zu und habe gesagt, können Sie mir bitte sagen, wo dieses Febreze steht? Als Antwort bekomme ich, haben Sie keine Maske? Und da sage ich, ich habe dann geantwortet, haben Sie denn keine Befreiung? Und dann guckte sie mich so an. Ja, na, ich meine eine Befreiung, weil sie haben mich doch gefragt, ob ich eine Maske habe. Da habe ich sie gefragt, haben sie denn nicht eine Befreiung? Und dann sagte sie, nein, sie macht, was man mit ihr sagt. Und ich sage, ja, das ist mir bewusst, dass sie ausführen, was ein anderer ihnen sagt. Aber ich bin frei. Und dann wollte sie einfach weggehen. Da sage ich, können Sie mir jetzt trotzdem noch sagen, wo dieses Febreze ist? Und da war sie ziemlich sauer so und ist dann, hat mir gezeigt, ja, hier oben, da und da. Und dann sage ich, okay, danke schön. Habe ich mir das Ding gegriffen, bin zur Kasse gegangen. Die Frau an der Kasse hatte ihren Mundschutz hier unten entlang und hatte aber so einen Plexiglaskasten um sich herum. Ja, dann wollte ich das bezahlen. Dann sagt sie, haben Sie denn keine Maske? Und ich so, haben Sie denn keine Befreiung? Dann sagt sie, ah, was soll das denn? Und dann sage ich, naja, Sie fragen mich, ob ich keine Maske habe und ich frage Sie, ob Sie keine Befreiung haben, denn Sie tragen keine. Aber ich habe auch das Plexiglas um mich herum. Da sage ich, ja, ich bin auch hinterm Plexiglas. Also daran kann es nicht liegen. Und dann hat sie gesagt, ich habe die Schnauze voll, dauernd nur zu diskutieren. Da sage ich, oh ja, das kann ich verstehen. Ich habe auch keine Lust zu diskutieren. Und dann habe ich ihr Geld gegeben, sie hat es dann gewechselt und dann kam aber gleich so ein jüngerer Mann, vielleicht 28 oder so, und ein Käufer, ein ganz normaler Käufer. Und der hat zu mir gesagt, halt die Fresse. Dann dachte ich mir, wow. Dann habe ich gesagt, sagen Sie mal, Sie haben mich gerade beleidigt. Eigentlich sollte ich jetzt die Polizei rufen. Und dann brabbelte er irgendwas, dann Italienisches oder so, weil ich kann ja ein paar Sprachen sprechen, irgendwie in seine Maske hinein. Und das war echt heftig. Der war vielleicht 28 und nennt mich, ja, die bald 50 ist, sagt zu mir, halt die Fresse. Ein Kunde, ein Klient. Und vorher hatte ich also in diesen 3 Minuten drei Diskussionen und sie waren alle sehr, sehr, sehr nervös. Und natürlich, ich habe ja auch gesagt, wissen Sie, ich habe auch von der Regelung gehört und deswegen gehe ich hier würdevoll rein, denn ich bin befreit. Und diese Diskussionen, da merkt man, dass eine kognitive Dissonanz stattfindet in diesen Köpfen, denn die erste Frau hat gesagt, ich tue, was man mir sagt. Und habe ich gesagt, ich weiß, sie tun, was man ihnen sagt. Nun, ich tue, was ich mir sage und ich habe mich befreien lassen. Und das tut weh. Das tut ihnen selber weh, weil sie tun Dinge,
die sie nicht selbst entscheiden, sondern sich diktieren lassen und noch nicht mal die Verordnung und die Gesetze kennen. Und das, die tun mir leid. Aber dass ich so angegriffen werde, also dreimal eine Unfreundlichkeit und beim dritten Mal noch eine Beleidigung obendrauf, halt die Fresse von einem 28-Jährigen, der nur ein paar Schnipsel mitgekriegt hat, das war die Härte. Anna sagt über die Leute, übel, die Leute sind so aggressiv, sie haben die Schnauze voll und treten dann nach unten. Unglaublich, wie einfach die Menschen versklavt werden können. Ja, und dann, ich hatte ja meinen Künstlerfreund Tiberio dabei, der ist Meister der Kunst und ist wirklich ein bildender, richtiger Künstler, der verkauft sich nicht, sondern der macht einfach Kunst, ja, so wie ich auch einfach Musik mache. Und der hat zu mir gesagt, weißt du, und diese Menschen, wenn das dann alles vorbei ist, werden all das vergessen und werden nie wieder darüber sprechen, wie schlecht sie sich anderen gegenüber verhalten haben. Sie werden sogar unsere Freunde werden. Und ich habe ihm recht gegeben. Aber ich habe gemerkt, wie ich sie sehr gereizt habe mit der Befreiung. Es ist eine Konfrontation. Ich würde nicht sagen, ich habe sie nicht irgendwie auf die Palme gebracht oder so. Das war nicht mein Streben. Aber es war eine Gegenfrage, die ich mir vorbereitet hatte und ich habe schon gedacht, dass das was bewirken wird. Aber ich wollte nicht provozieren. Ich wollte schon in die Konfrontation, die ich ja bekomme. Ich bekomme es, oder? Dass man eine Maske tragen soll im Supermarkt und in den öffentlichen Bahnen. Als dass wir aufrecht, circa 30 Jahre alt, runterdrückt, wie man lügt, wie man versucht, menschliche Gespräche aus dem Geschehen raus. Ja, bereits Prozent. Ich warte immer noch. Unterbrechungen. Das machen sie. Das machen sie mit solchen Gesprächen wie diesen einfachen, menschlichen, friedlichen Gesprächen. Denn Frieden ist das Gefährlichste für dieses System. Der Frieden, die eigene Freiheit, die eigene Selbstbestimmung ist das Gefährlichste, was es für ein System gibt. Denn ein System braucht Menschen, die es ausführen. Und wenn ihr es nicht ausführt, keine Maske tragt, euch nicht chippen lasst, euch nicht impfen lasst, dann funktioniert das System auch nicht. Antje, ich finde, dass es auch mit Macht ausüben, was zu tun hat. Früher war der Kunde König, heute soll man sich als Kunde alles gefallen lassen. Ja, weißt du, Antje, ich dachte mir auch, ich lasse gerade Geld hier und werde behandelt wie das Allerletzte. Und ich meine, die Kassiererin hat noch nicht mal eingegriffen, weil die ja selber sauer auf mich war. Und weswegen? Sie war gesichert hinter einer Plexiglaswand. Also was war das Problem? Meine Aufmüpfigkeit, meine Selbstbestimmung, mein würdevolles Auftreten, mein Lebensstolz, mein Mut und keinerlei Sicht von Angst und auch kein devotes Spielen, das ärgert. Ist es das? Naja, das ist das, was Sie wahrscheinlich vielleicht nie erfahren werden. Und sie geben sogar zu, ich mache, was man mir sagt. Und dann sage ich, ich weiß, sie müssen es machen. Und sie tun es. Sie führen aus. Nun, und das tut ihnen weh. Ja, warum? Sie machen es doch freiwillig. Spahn hat schon Bußgelder angedroht bei Nichtimpfung. Ja, was sollen denn diese Drohungen? Ich sage ja, wir leben in einer Gewaltherrschaft. Aber wenn man natürlich tut, was sie sagen, kriegt man keine Gewalt zu spüren, dann gibt man Gewalt. Man gibt die Aggression natürlich weiter, ist doch klar. Alle, die noch im System sitzen, alle, auch die normalen Bürger.
Die geben Gewalt weiter, die geben Aggression weiter, die geben Diktate weiter. Und nur die, und das ist, deswegen sage ich ja, alle sind ein Teil dieses Systems. Und es wird nur ein Schuh draus, wenn jeder selber nachdenkt. Ich meine, wenn jemand der Meinung ist, dass es alles hier mit rechten Dingen zugeht, soll er das doch tun. Aber warum gibt er dann Aggression weiter, wenn er glücklich ist? Gute Frage, nächste Frage. So, jetzt kommen wir zum anderen Thema. Und zwar, was ich davon halte, von diesen Demonstrationen. Also, Ronald sagt, duale Welt. Richtig. Und diese Dualität gehört es aufzubrechen. Denn diese Dualität ist die Gefahr. Die Welt ist nicht schwarz und weiß. Die Welt ist kunterbunt. Sie ist Graustufen, mir egal, was ihr sagt. Schwarz, weiß, Graustufen, bunt, ist egal. Sie ist so intensiv, so vielfältig, so wunderbar, so Millionen, Milliarden von Einflüssen bilden das Ganze hier. Und eingangs habe ich gesagt, jetzt ist die Zeit, aufeinander zuzugehen. Und das ist das Allerwichtigste, was wir verstehen müssen. Wir werden niemals jemanden dazu bringen, sich selbstbestimmend zu entwickeln, wenn wir sie ständig angreifen. Das heißt nicht, dass wir das akzeptieren sollen, was sie tun. Aber allesamt sollten wir enger zusammenhalten, vielleicht sogar ab und zu zusammen einkaufen gehen, ohne Maske, zusammen U-Bahn, S-Bahn fahren, ohne Maske. Denn wenn ich mit meinem Mann fahre, kriege ich diese Anfeindungen nicht, weil mein Mann ein junger, starker Mann ist, der jetzt nicht immer lustig gelaunt aussieht und auch seine Frau beschützt. Und zwar mich. Ja, der beschützt mich wie ein Diamanten. Und das finde ich gut. Brauche ich zwar nicht, aber ich finde es trotzdem gut, weil ich beschütze ihn ja auch. Nur er hat eine andere Kraft als ich. Er hat die männliche Kraft, und den Ausdruck. Denn anscheinend habe ich diese männliche Ausdruck nicht. Warum? Weil mich ein 28-jähriger Mann, relativ großer, starker Mann, unter seiner Maske zu mir sagt, halt die Fresse. Und ich hatte Glück, dass mein Mann nicht daneben stand. Dann hätte er sich es wahrscheinlich auch nicht getraut. Denn in der S-Bahn und der U-Bahn, wenn ich mit meinem Mann bin, passiert gar nichts. Gar nichts. Aber wenn ich alleine bin, und wir sehen wir ja dann reden wir doch mal ein bisschen über die Frauen in unserer Gesellschaft, oder? Für alle Feministinnen da draußen, ha? Für alle Maskenträgerinnen. Rinnen. Was ist denn mit euch? Wo ist denn die Diskriminierung der Frauen, die mal keine Masken tragen wollen? Die werden hier angegriffen, öffentlich. In S-Bahn, U-Bahn, in den ganzen Läden. Wo machen sie sich denn jetzt stark für uns Frauen? Was mache ich denn, wenn einer mir mal wirklich in die Fresse haut? Weil ich zu stolz, zu würdevoll, zu stark in meiner Selbstbestimmung bin. Wo sind denn die ganzen Feministinnen, die das immer wollten, dass wir stark und stolz und würdevoll und selbstbestimmend sind? Wo sind sie denn, die sich für uns einsetzen? Wo sind sie denn jetzt? Wo? Stefan, da zeigt sich die wahre Ungleichberechtigung. Na, du, also, weißt du, gleich sind wir nicht. Die wollen uns immer zu was Gleichem machen, aber da können sie lange rummachen und uns erklären, dass wir alle gleich sind. Wir sind nicht alle gleich. Und das ist auch wundervoll so. Wunderbar. Wunderbar. Kein Problem damit. Aber lüg mich nicht an, dass ich gleich bin wie ein Mann. Erzähl mir sowas nicht. Ich habe meine Vorteile als Frau. Und ein Mann hat auch seine Vorteile als Mann. Und genau das Gleiche gilt für die Nachteile. Okay? Aber hier macht sich keiner stark.
Und hier muss man wirklich eine gute Psyche haben. Deswegen sage ich, geht in Gruppen zusammen, einkaufen, haltet zusammen. Wenn ihr einen guten, netten Nachbarn habt, dann sagt, hey, komm, wir beginnen zusammen einkaufen heute. Beide ohne Maske. Man gibt sich gegenseitig Kraft. Je mehr man ist, desto besser ist es. Warum müssen wir 1 Million auf die Straße gehen? Macht das doch einfach in euren Dörfern und euren Städten. Trefft euch doch, geht mal zu 20 einkaufen. Einfach nur Einkauf. Eine Einkaufaktion, nicht eine Demonstration. Eine ganz stinknormale Einkaufsaktion. Zu 20 Mann ohne Maske. Zeigt doch mal da draußen, was hier los ist. Geht doch mal in die S-Bahn zusammen in einer Gruppe von 30 Leuten. Warum macht ihr Demonstrationen? Zeigt es täglich von morgens bis abends. Hier, Anna sagt, ich habe mich auch befreien lassen. 4-mal hatte ich den Lappen auf und dann Herpes von Ekel- und Schwindelgefühle, inklusive Panikattacken. Bravo, Anna, du musst das nicht tun. Und nochmal, darin liegt die Kraft, in diesem Zusammenhalt. Und arbeitet an dem Zusammenhalt. Erstmal arbeitet ihr an euch, dass ihr in den Frieden kommt. Und dann sucht ihr euch Leute, die auch den Frieden gefunden haben. In sich. In sich, nicht da draußen. Da draußen findet ihr, außerhalb eures Körpers, findet ihr keine Freiheit, Frieden, Liebe, sonstiges. Das liegt alles in euch drin. Und wenn es in euch drin liegt, dann kommen automatisch Menschen um euch herum, die auch den Frieden, die Liebe und die Stärke und das Licht in sich tragen. Nicht alle. Ihr werdet auch auf Menschen treffen, wie ich auch im DM mit solchen Menschen zusammengekommen bin. Aber alleine werden wir nie was auf die Beine stellen. Und Egoismus wird da nicht helfen. Und was wir jetzt sehen, auch bei der Demonstration, ist, dass natürlich Egoismus auch zerstörerisch werden kann, sehr viel Aggression anzieht, weil man einen Gegner, einen Feind ausgemacht hat. Da halte ich gar nichts von. Überhaupt nichts. Es geht jetzt darum, dass wir weiterhin vernetzen und weiterhin aufklären und ganz in Ruhe und ganz gelassen und Aktionen starten, die nicht Demonstrationen sein müssen, sondern intelligente Aktionen, die man sieht, tagtäglich. Und nicht so tun, als ob die Zeit des Schauspielens, des Lügens, des so tun, als ob's ist vorbei. Es ist vorbei, weil es ja gar keinen Sinn macht. Das Leben macht nur Sinn, wenn man wahrhaftig ist, wenn man in sich das tut, wenn man das tut, was man auch glaubt und ist. Wenn ich Leute beim Einkaufen, sagt Antje, treffe, die die Maske unterm Kinn oder unter die Nase tragen, spreche ich die Leute an und sage, sie sollen die Maske abmachen und ich mit denen zusammen einkaufen gehe. Meist sagen sie, meistens allein hätte ich mir das nicht getraut. Sehr gut. Genau so geht's, Antje. Genau so. Geht liebevoll auf diese Menschen zu, wenn ihr seht, Mensch, die haben Schwierigkeiten unter der Maske, sagen sie, hey, zieh sie doch aus, du bist nicht alleine. Du darfst es, auch ohne Attest. Du darfst es. Du darfst es. Nimm dir die Freiheit. Anna, ich trage freie Menschen keine Maske. Da weigert sich in mir alles. Und auch ohne Beschwerden hätte ich mich befreien lassen. Ja, richtig, Anna. Ich kann das auch nicht. Ich kann es einfach nicht, weil ich es nicht möchte, weil es sinnlos für mich ist und absurd. Und ich nicht tue, was ein anderer mir sagt, ohne es zu hinterfragen. Rolf, ja, ich lehne die Maske ab, darum verliere ich ja den Minijob trotz Attest. Das macht nichts, du wirst andere finden. Vielleicht baut dir selber irgendeinen Job auf, wo du auch dann so viel verdienst. Man muss ja nicht so viel verdienen. Kann ein kleines Geschäft aufbauen mit 2, 3 Leuten zusammen und dann auch noch einen 450-Euro-Job rauskriegen oder einen Tausender wenigstens. Ja, konsumieren tun wir ja alle sowieso immer weniger. Alle, die hier bei mir zumindest sind und sich das anhören, wissen, dass dieser Konsum
uns genau dahin bringt. Und ich meine, ihr wisst, sie arbeiten an einer Kryptowährung, sie wollen am liebsten, dass wir nur noch konsumieren. Und wenn wir das Geld, dieses Grundeinkommen oder bedingungslose Grundeinkommen, wahrscheinlich verbunden mit einem Covid-Pass oder Impfpass, dass wir dann am Ende des Monats alles ausgeben, sodass man nie was anhäufen kann, sondern nur für den Konsum da ist. Und wer das nicht schnallt, also bitte immer weiter Bargeld bezahlen, bitte alles in Bargeld und macht Geschäfte, wo ihr nur Bargeld annimmt. Ja, je mehr Geschäfte einfach sagen, hey, hier wird nur Bargeld angenommen, desto schwieriger wird es für das System, Bargeld abzuschaffen, was sie wollen, ne? Gabriele, okay, Paula, dann lass uns mal zusammen einkaufen gehen. Ich wohne ganz in deiner Nähe. Gabriele Funk, gerne. Gabriele, schreib mir mal nachher, wo du wohnst. Gerne, wenn du ganz in meiner Nähe wohnst. Absolut gerne. Dann gehen wir zusammen. Weil, also gut, beim Einkaufen, ich habe hier ein Netto in der Nähe, die wissen das schon lange. Deswegen gehe ich immer wieder dahin, damit ich diese Konfrontation auch nicht ständig ausgeliefert bin. Aber schreib mir und gerne verabreden wir uns. Ich kann ja auch mit dem Fahrrad, fahre ich ja auch dir immer. Und dann können wir zusammen irgendwo einkaufen gehen. Das finde ich sehr gut. Und es können sich auch andere anschließen. Macht doch mal einfach. Jetzt kreiert doch mal euer Leben in diesem Rahmen, den wir kreieren können. Ja, natürlich habe ich noch viel mehr Ideen außerhalb dieses Rahmens, ja, weil ich Künstlerin bin. Also bei mir gibt es gar keinen Rahmen, weil es gibt keine Grenzen. Markus Schröder, bis zum heutigen Tag kein einziges Mal mit Maske, liebe Paula. Ich auch nicht, Markus. Ich auch nicht. Wie gesagt, nur freiwillig, als ich Stroh zusammenrechen musste, das ist klar, aber nicht für das, was Sie wollen. Rolf, ich hatte mir ja jahrelang eine Musiksammlung, habe ja alles zusammen, brauche kaum noch was. Sehr gut, sehr gut. Ja, also auch die Geschichte mit der Demo. Ich denke, es war viel, viel zu, und ich will da nicht ins Detail gehen. Ich sag's euch, weil ich mir auch, ich will keine Feinde. Das sind nicht meine, keiner ist mein Feind. Ich mache mir auch keine Feinde. Aber eins war klar. Dieser Egoismus, der hier an den Tag gelegt wurde, von mehreren Menschen zur Demo, weil sie sich zur Schau stellen lassen wollten, wie auch immer. Und da gewisse Dinge rausposaunt haben auf der Bühne, wie zum Beispiel verfassungsgebende Versammlung, einfach auszurufen, was gibt es in einer Gewaltherrschaft? Aufs Dach. So, für mich war es natürlich unglaublich, das schon wieder zu sehen, dass schwache Menschen, also körperlich schwache, wie eine schwangere Frau, eine ältere Frau, die in den Nacken geschlagen wurde, eine schwangere Frau, die auf den Bauch gedrückt wurde, ein so verängstigter Bodo Schiffmann, der hinter einem Busch im Tiergarten saß und sich versteckt hat vor der Verfolgung der Polizisten. Das sind Bilder. Also, wie soll ich das sagen? Da ich ja seit Jahren von einer Gewaltherrschaft spreche, ist mir das absolut schon immer bewusst, dass sie Gewalt anwenden, wenn du nicht tust, was sie dir sagen. Und aber das jetzt zu sehen von Menschen, die eigentlich nicht so aufgeklärt sind, wie das System wirklich funktioniert, die noch nicht oft an Demonstrationen teilgenommen haben, die also wirklich an den Rechtsstaat glaubten und teilweise sogar noch glauben und teilweise noch sehr tief drin sind mit ihren Beinen in diesem System, wie auch der Herr Ballweg, den ich sehr gerne interviewen würde, weil er hat ja Kunden wie ThyssenKrupp. Der hat noch einen Vertrag mit ThyssenKrupp. Könnt ihr euch das vorstellen? Und er macht die Querdenker-Demos, die großen. Also er ist verheiratet noch im Vertrag mit einem System-Großling, ja, einem großen Systemling, wie ThyssenKrupp, der ja schon zur Nazi-Zeit schlimme Dinge gemacht hat. Und er möchte also jetzt dieses Querdenken. Okay, ich verstehe schon, ich verstehe alles, aber ich möchte, dazu habe ich noch ein paar Fragen. Dazu habe ich einige Fragen. Denn entweder hat man das System verstanden oder man spielt irgendwie damit und denkt, es ist ein Spiel mit dem System. Aber dieses System ist kein Spiel. Dieses System ist so brutal und ja, ich denke, viele von euch haben diese Bilder gesehen in Berlin am 29. und 30.8. Ich habe ja den Bundespräsidenten angerufen am Sonntag, als mittags die Menschen so brutal zusammengeschlagen wurden.
verhaftet wurden. Gewaltsam. Weil natürlich symbolisch, das ist mir völlig klar. Ich habe auch keine Antwort bekommen. Ist ja klar, ihr habt die Antwort im Grunde, nicht meine Antwort, aber die Antwort des Bundespräsidenten gehört. Also er ist nicht auf der Seite der Demonstranten und hat auch nicht die Gewalt verurteilt. Jetzt alle Polizisten schlecht zu machen, finde ich auch nicht gut. Denn es haben sich einige verweigert. Und ich habe selber, weil ich ja auf dem Wagen 4 war, wir durften ja keine politischen Reden halten, wir durften nicht losfahren. Und dieser Demonstrationszug war ja auch von Bewegung Leipzig organisiert und nicht von den Querdenkern. Von Nils Wehner, den habe ich auch interviewt. Könnt ihr gucken auf meinem YouTube-Kanal, leider mit schlechtem Ton, weil irgendwas hat da nicht geklappt, das war übersteuert. Aber man kann es schon verstehen. Und ich habe den Vorschlag auch gemacht zum Nils, dass wir doch mal uns alle zusammensetzen, die freien Medien, die alternativen freien neuen Medien, egal wie ihr die nennen wollt, zusammen, also die Aufklärer im Grunde, Menschen wie ich oder auch andere, ich bin ja nur eine kleinere, aber ich habe ja auch Sendungen und habe da auch Hunderttausende von Aufrufen gehabt. Aber auch natürlich Leute wie Oliver Janich oder so. Ich habe jetzt so viele im Kopf, weil es sind einfach sehr viele, ja. Und ihr wisst, wir haben uns auch schon vernetzt miteinander. Und ich denke, die Aufklärer sollten erstmal wieder Runden machen zusammen, also entweder in Gesprächsrunden, zusammen mit den Bewegung Leipzig, zusammen mit den Querdenkern, zusammen mit dem Corona-Ausschuss, zusammen mit den Anwälten, mit den Ärzten. Das ist das, was wir machen müssen. Also aufeinander zugehen, voneinander lernen, uns gegenseitig aufklären. Und ich glaube, dann sind wir auch allmählich stärker und stärker und können andere Aktionen machen als nur noch diese Demonstration, weil das ist natürlich, die Demonstrationen sind ja auch ein Werkzeug des Systems und genauso wie Petitionen und so weiter. Die Selbstbestimmung geht nochmal in eine ganz andere Richtung. Gabriele sagt, ich war dabei wirklich unglaublich. Naja, siehst du, Gabriele, also für mich war es nicht unglaublich. Für mich war es ganz klar, dass das mit Gewalt enden wird. Denn je mehr du forderst und je mehr du ein Feind aus dem System machst, desto mehr kriegst du aufs Dach. Ja? Und es war etwas ungeplant. Also keine Hau-Ruck-Aktionen. Bitte besprecht das erstmal. Auch liebe Querdenker, gebt dieses Video gerne auch an alle weiter, die das vielleicht hören sollten. Wir sollten uns hinsetzen. Ich persönlich mache mit der Heidi Wichmann, Dr. Heidi Wichmann, versuchen wir eine Diskussionsrunde einzuführen, die vielleicht einmal im Monat stattfindet, und zwar aus allen Bereichen, aus Wirtschaft, Finanzen, Bildung, Umwelt, Gesundheit und den neuen Medien, neue Leute wie Samuel Eckert zum Beispiel oder so, die jetzt auch selber Videos machen, die leider halt jetzt erst aufgewacht sind. Es ist aber nicht schlimm. Das ist alles nicht schlimm. Nur muss man wirklich wissen, man kann nicht auf der einen Seite sagen, wir wollen das System ändern und trotzdem noch im System bleiben. Das geht nicht. Man muss es einfach verlassen. Ja gut, ich habe es noch nie wirklich, ich bin noch nie wirklich eingestiegen und habe mir den harten, steinigen Weg im Leben gesucht. Immer so die Nischen des Systems, die werden halt jetzt immer enger. Ich hätte mich auch für Reichstag entschieden. Ja gut, der Reichstag und wie gesagt, auch die Aufklärung über staatenlos.info. Es ist einfach grottenschlecht, wenn man einfach über die redet und nicht weiß, worum es geht. Auch ich habe einfach mal so drüber gesagt, einmal als ich live am 1.8. war, Reichsbürger. Natürlich sind es keine Reichsbürger. Es gibt Reichsbürger, aber sie sind halt, das ist was, eine ganz andere Nummer und sie sind auch für Entnazifizierung. Und dann redet man mit normalen Leuten und sagen, die haben doch eine illegale Fahne. Da, ja, wenn sie illegal wäre, würdest du sie gar nicht sehen dürfen. Dann wären die direkt weg. Aber das ist keine illegale Fahne, das ist die Reichsflagge. Das ist noch weit vor den Nazis. Und diese Menschen sind überhaupt keine Nazis und auch keine Reichsbürger. Also, ich war ganz froh, dass Staatenlos Info da auch ein wunderbares Video zu gemacht hat, ein Aufklärungsvideo, wer sie sind, was sie sind. Das könnt ihr auf meinem Nachrichtenkanal auf Telegram auch sehen.
Attila. Ja gut, zu Attila sage ich nur, er ist also ungehobelt, nicht im Frieden. Mehr sage ich dazu nicht. Ja, also ich habe da so meine eigene Meinung dazu, aber ich möchte, wie gesagt, darüber gar nicht reden, weil es ist keine Energie, mit der ich jetzt unbedingt arbeiten wollte. Ich habe auch kein Interesse, ihn zu interviewen, ja, also keine Frage. Aber ich würde gerne mal den Herrn Ballweg, wie gesagt, fragen, den Michael fragen. Mit dem stehe ich ja ein bisschen in Kontakt auch auf Telegram. Inwieweit diese neuen Menschen, die hier große Massen an Menschen zusammenführen können, was wir nicht geschafft haben anscheinend, wie sie das System an sich jetzt begriffen haben. Ich möchte wissen, auf welchem Stand sind sie? Ja, und auch bei Bodo Schiffmann. Bei Bodo Schiffmann merkt man sehr, sehr viel Angst. Ich habe gestern auch, hat er ein Video gemacht oder heute, ich weiß es nicht, ich habe es gepostet, wo er geweint hat und also es geht ihm sehr nahe. Ich glaube, dass er jetzt wirklich die Gewaltherrschaft verstanden hat. Und natürlich, wenn man erstmal die Gewaltherrschaft verstanden hat, dann kann es auch gefährlich für deine Gesundheit werden, weil in dir alles zusammenkracht. Weil du das nie erwartet hättest von deiner Regierung, von deinem Staat, von deiner Staatsapparatur. Aber das gehört, glaube ich, dazu, um zu verstehen, wie das hier funktioniert. Roller, Paula, es sind Bilder aufgetaucht vom 29., in denen Angela Merkel und Attila Hildmann in einem Seitenarm des Reichstages zu sehen sind, wo sich Angela Merkel mit ihm unterhält. Ja, die kannst du mir mal schicken, Rolli. Die habe ich nicht gesehen. Aber es würde mich ehrlich gesagt nicht wundern. So. Ja, also ich denke, da habe ich jetzt genug gesagt. Ich habe genug gesagt. Also um was geht es? Es geht um Aufklärung weiterhin. Es ist ein längerer Weg. Es geht nicht über Nacht. Und ich glaube, die Querdenker dachten, es würde einen Ruck geben. Und ich weiß, der Michael hatte ja auch aufgerufen auf der Bühne, die verfassungsgebende Gesa Versammlung sollte bitte geschützt werden von der Polizei. Also die Debattenräume sollten geschützt werden von der Polizei. Dies wird natürlich nicht geschehen und ist ja auch gewaltsam. In diesen Camps, wo sie diese Debatten machen wollten, auch wirklich aufgelöst worden. Da hat man aber auch erkannt, dass sie noch nicht ganz von der Gewaltherrschaft wussten, weil mir war klar, dass das passiert. Mir war klar, dass das passiert. Und es ist schwer, sich das einzugestehen, dass wir in einer Gewaltherrschaft leben. Aber wie gesagt, wie erkennst du die Gewaltherrschaft? Die erkennst du im Endeffekt nur, wenn du etwas anderes tun willst als das, was sie dir diktieren. Dann kriegst du aufs Dach Bußgelder, Strafen, Gefängnisse. Zusammenschlagen, aus Versehen verbrennen im Gefängnis, auch noch, wenn es ein Schwarzer ist aus Afrika. Oh, das passiert so häufig mal, ja. Oder die NSU-Papiere alle weg. Zeugen weg. Anwälte weg. Ärzte weg. Ja, das nennt man Gewaltherrschaft. Und jetzt lernen sie es kennen, jetzt haben sie es zum ersten Mal kennengelernt, sind natürlich sichtlich geschockt davon. Und jetzt ist die Frage, inwieweit du oder sie, in dem Fall, sie noch in diesem System stecken. Solange sie sich noch in Abhängigkeit stecken, also solange sie noch in Abhängigkeit sind, wird das keine Befreiung. Antje, aber Paula, was haben die Demos vom Querdenken gebracht? Genau, Antje. Chaos. Und dieses Chaos kann man wieder auflösen. Aber dann muss man auch seinen Egoismus ein bisschen nach hinten stellen. Hier geht es nicht um dich und um mich. Hier geht es um unsere aller Zukunft. Um das Menschsein oder das Ende des Menschseins. Denn es wird
in eine Richtung Transhumanismus gehen und da mache ich auch nicht mit. Ich mache nicht mit. Aber wenn du jetzt schon mit so einer Uhr rumläufst, die deinen Puls zählt und so weiter und so fort, wenn du dir die Corona-App runterlädst, dann ist natürlich aus. Dann machst du komplett mit. Ne? Und wenn du Verträge mit ThyssenKrupp noch hast, frag dich, mit wem du Verträge gemacht hast. Versteht ihr? Also, er hat gestern im RTL-Team die Meinung gegeigt. Ja, der Attila, meinst du? Ja, ich habe es gesehen, aber er hat auch, hast du gesehen? Ein anderer wollte ihn auch interviewen, ein freier Blogger, was auch immer. Und da hat er gesagt, verpiss dich, Attila. Der Frieden ist da nicht zu finden. Hey, Pavel, mein Freund, как дела? Все хорошо? Ja, und so sieht das nämlich aus. Also, wenn wir jetzt nicht weiterhin in Ruhe aufklären, in kleinen Gruppen, nicht besonders großen Gruppen. Tut euch zusammen mit Menschen, die euch wohlgesonnen sind, denen ihr vertraut. Arbeitet zusammen, steckt euer Geld zusammen, denn ihr gebt es einfach irgendwelchen Banken ständig. Die Banken sind nicht eure Freunde. Die Versicherer sind nicht eure Freunde. Nein, nein, nein. Sucht euch Freunde. Ja, die können euch nicht so übers Ohr hauen wie die Banken und die Versicherer zusammen und der Staat mit seinen Steuern. Хорошо? Ah, ja, also jetzt, Pavel, schade, jetzt bist du zu spät gekommen, aber ich denke, das reicht für heute, weil ich habe, glaube ich, schon eine Stunde geredet. Ich werde natürlich wieder themenspezifische Videos machen, aber das war mir jetzt mal wichtig, dass ihr seht, in welcher Energie ich im Moment stecke, also in sehr guten Energien. Ich habe gute Ideen, die Diskussionsrunden, die wir aufzeichnen werden, mit verschiedenen Menschen aus der Gesellschaft in allen möglichen Bereichen und dass wir uns dann zusammensetzen, dass die sozusagen die neuen Medien, die also noch nicht so lange da sind wie ich und die anderen, die schon 5, 6, 10, 12, 15 Jahre dabei sind, dass wir zusammenkommen und miteinander sprechen, denn ich glaube hier, Pavel, kein Ding, ich hole es bei Gelegenheit nach. Schön, ja, wir können uns ja auch mal wieder treffen, Pavel, weil du bist auch ein toller, starker, junger Mensch, das ist echt wichtig. Ja, bleib bloß so. Und ja, das ist zu tun. Kleine Grüppchen. Zusammen einkaufen gehen, zusammen irgendwo hinfahren, zusammen Dinge machen, dann ist man in der Gruppe viel, viel stärker. Ja, und diese Diskussionsrunden, die wollen wir jetzt aufbauen und ich rate nur allen, die auch gut kommunizieren können und so, es auch nachzutun, stellt eine Kamera hin, redet mal mit euren Nachbarn, nehmt die mal auf, wir müssen weiter in die also in die Menschlichkeit zurückgehen. Wenn also alle, die nicht für dieses transhumanistische Ding sind, müssen eigentlich jetzt wirklich erkennen, dass nur wir Menschen also etwas verändern können. Sonst lassen wir uns verändern. Und das hat das World Economic Forum ja auch schon vor 3 Jahren gesagt. Ja, die haben da so einen Film gemacht, das habe ich auch damals gezeigt. Sie wollen uns verändern, uns Menschen. Und das könnt ihr zulassen oder auch nicht. Und ich lasse es nicht zu. Und solange ich lebe, werde ich alles tun, was ich kann. Ob es musikalisch ist, ob es kommunikativ ist, ja, was in meiner Möglichkeit ist, um da etwas dafür zu tun, damit der Mensch endlich wieder Mensch sein darf, zurückfindet zu seinen starken, stabilen Wurzeln, die er wirklich in den Boden hineinrammen sollte und niemals von keinem Wind, von keinem Chaos, von keinem politischen Umsturz jemals aus den Wurzeln rausziehen lassen soll. Versteht ihr? Das muss ihr solltet fest mit dem Boden, mit den Füßen auf dem Boden stehen, auf dem Boden der Menschlichkeit. Und da bin ich mir ziemlich sicher, wenn je mehr Menschen das verstanden haben, desto kräftiger wird diese Energie und desto weniger haben gewisse Menschen
die ich eher zu Personen zählen würde, in dem Fall, ja, ich nehme ja alle Menschen, aber die halten sich ja selber für Personen, Persönlichkeiten, dass man diesen Menschen gar keine Chance bietet, und zwar ihr Angebot, uns zu verändern, einfach nicht annimmt. So einfach ist es. Also, ich wünsche euch jetzt erstmal einen schönen Donnerstagabend. Genießt es. Trinkt ein Glas Wein, macht euch einen Tee, macht das, was euch gut tut, macht Liebe, wenn ihr einen guten Partner habt, macht Musik, macht Kunst, kocht, seid Mensch, seid einfach nur Mensch, ja. Das ist der einzige Rat, der wirklich der beste ist. Und alles andere werden wir dann Thema für Thema mal wieder besprechen. Ich danke euch, wenn ihr mich unterstützt und wenn ihr dieses Video auch in verschiedenen Gruppen teilt. Alles Gute und bis die Tage.